Hallo und herzlich willkommen zum Gas Station Simulator. Ja, ich habe gerade über eine halbe Stunde lang die Tankstelle auf Vordermann gebracht. Also wahrscheinlich eher so eine Dreiviertelstunde lang. Es hat sich einiges geändert. Bitte verurteilt mich nicht für die Werkstatt. Bitte. Wir gucken uns die gleich an. Wir fangen mal hier an. Ich habe ein bisschen umgebaut. Erstmal habe ich ein paar Bildchen aufgehängt und ein bisschen schön gemacht. Hier nochmal überlackiert alles. Ich habe auch einen Teddybär aufgestellt und eine Rakete. Hier hinten habe ich das mit dem Regal ein bisschen umgeändert. Hier, damit das Fenster wieder frei ist. Ja, das ist leicht verdeckt, aber egal. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz für neue Regale. Ich weiß ja nicht, wie die Regale aussehen werden. Keine Ahnung. Ich habe auch noch mal bestellt und so ein klein bisschen aufgefüllt, wie es halt ging, was halt gepasst hat. Warum ist denn diese Pflanze so klein? War die nicht mal größer? Huch. Okay. Wir gucken mal auf die Toilette. Ich zeige euch noch nicht die Werkstatt. Mir ist das peinlich. Gott. Guck mal. Voll das 70er Jahre Flair. Oh, jetzt habt ihr die Werkstatt doch schon gesehen. Aber ich habe hier drin. Kann man die Decken eigentlich auch lackieren? Es ist alles lackiert, siehst du? Also so weit wie es ging, ich habe alles lackiert. Selbst die Innenwände. Wie auch immer. Und das ist die Werkstatt. Wir haben nämlich neue Farben bekommen und da war die Bulb und da habe ich gedacht, ich muss die gleich mal ausnutzen. Achte drauf hier. Das ist dieses Babyblau. Ja, das sind alles, im Endeffekt sind das alles merkwürdige Farben, ja. Hier vorne, ich weiß noch, irgendwie gefällt mir das immer noch nicht so richtig, aber ich lasse das jetzt so. Komm, ist egal. Haben wir jetzt so lackiert. Ich habe das komplette Haus nochmal überlackiert. Alles. Wir machen jetzt die Bude auf, damit das hier weitergeht. Es war, und zwischendurch, wo ich das alles gemacht habe, was ist natürlich passiert? Partybus war da, ne? Guck mal, jetzt haben wir uns noch gar nicht angeguckt, wie das jetzt hier vorne aussieht, ne? Kann man die eigentlich auch lackieren? Nein, kann man nicht. Mit den Autowracks, ich weiß nicht, ist das so in Murica? Machen die sowas? Route 66. Open Delhi. Okay. Ja, und dieses Auto ist auch verschwunden hier aus der Garage, übrigens. Wollte ich nur sagen. Ich habe da offen gemacht, ne? Wir haben da jetzt offen, ne? Ja. Wir haben auch noch eine E-Mail, die wir abrufen sollten. Soll ich die Werkstatt wieder umlackieren? Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, wie viel Benzin wir noch haben. Lieferung, Kraftstoff. Ist das billig? Das kann ich mir aber nicht leisten, ne? Zumindest ein bisschen was besprochen. Wie billig? Oh, hallo? Du, ich weiß nicht, ob der mir schon mal aufgefallen ist, der Typ. Guten Tag! Meine ich. Fällt mir schwer, euch dazu sagen, aber ich brauche Geld. Oh. Jetzt mach doch. Nee, hier. Hier? Hier? Danke. Ohne Spaß, ne? An so einer kleinen alten Ranzelkarre hätte ich irgendwie auch noch wieder Spaß. Aber die mittlerweile sind die jetzt schon teuer, die Dinger, wenn du sowas haben willst. Aber irgendwie ist der cool. Der hat was. Und ist günstig zu fahren.
Ja. Ich mach mal eben hinten. Ach, das dauert ja auch noch, bis der fertig ist, ne? Oh, ich muss einen für die Kasse einstellen, ne? Also nicht einstellen, sondern abstellen. Was? Ah, hier. Danke. Ja, machen wir auf. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ach, hoffentlich kann ich die bezahlen. Spreche. Bezahlung. Oh ja, die hat nicht viel. Das ist gut. Bediene sie. Ey, das kann nicht sein. Es ist doch noch keiner da. Warum habt ihr jetzt schon die Karre versaut hier? Wie kann das angehen? Werkstatt, wir haben wieder die Werkstatt. Die Werkstatt, die Werkstatt. Ich kann euch das nochmal erklären, die Werkstatt. Kommst in dem Spiel zu nix. Oh, das hat jetzt aber geleckt. Guten Tag. Wie finden Sie die Farbe von der Werkstatt? Das ist eher so der Hipster, ne? Der findet die bestimmt gut. Kratzer und Spiegel. Ist alles. Ist okay. Ist okay, Mann. Wo ist die Maus? Tierkratzer machen wir dir weg. Ja. Was ist das hier? Nicht dein Ernst, ne? Warum? Ach komm. Was soll ich mich aufregen? Da nützt ja nichts. So, jetzt wär die Zeit für einen Partybus, ja? Was? Ich mach die mal. Geh mal weg da. Ist doch gar nicht so viel Dreck. Warum ist denn die Anzeige so? Hier ist doch gar nicht so viel Dreck. Na gut, hier hinten habe ich nicht gesehen. Okay. Aber fehlt immer noch was, ne? Manchmal, ich glaube, manchmal ist das auch unter den Regalen irgendwie. Ich weiß nicht, wie die es schaffen, aber. Die schaffen das. Ich weiß aber trotzdem im Moment nicht, wo dieser Dreck sein soll. Hier. Naja, okay. Okay. 800 haben wir wieder. Ich guck mal eben, ob der Sprit immer noch billig ist. Lieferung, Kraftstoff. 875. Rein damit. Bei dem Preis rein damit. Wird sich hinten raus auf jeden Fall auszahlen. Zumindest ist das, was ich hoffe. Da ist schon wieder einer in der Werkstatt. Ein bisschen Saft. Ist er schon da? Nee, ne? Ach, da ist er.
Da steht er. Dann fitschen wir mal eben in die Werkstatt. Die E-Mail habe ich immer noch nicht abgerufen, ne? Guten Tag. Und? Ein Reifen und zwei Spiegel. Spiegel habe ich im Moment nicht so viele. Muss das sein, Mädchen? Ja, was ich auch noch erzählen wollte, hier das Gefängnis-Let's Play. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch großartig weitermachen werde. Ich habe einfach nicht die Zeit jetzt. Der Urlaub ist bald rum. Oder eigentlich ist der schon rum. Ab Montag geht es wieder an die Schippe. Und ja, dann ist das mal schwierig. Wow, super. Ja. Top of the line job there. Oh, ich glaube, ich muss hinten den Tankwagen wegschicken. Sonst gibt da gleich Stau da. The smell is horrible. Was? Ja, okay, dann warte, ich kümmere mich. So. Dass die gleich immer so angepisst sind, ne? Was sind das für Menschen? So. Kommt ihr hier hinten auch an die Regale dran? Ist das okay für euch? Aber warte mal. Ich glaube, Chipser haben wir noch ein paar. Ich kann schon wieder Sachen bestellen. Ich glaube, Kippen habe ich auch. Auf jeden Fall Schnacks hätten wir gerne. Schnacks. Alohose auch immer. Ne? Ich glaube, Autopflege war auch ein bisschen dünn. Ja, die habe ich letztes Mal bestellt. Das lasse ich jetzt. Hüte wahrscheinlich. Hupen die wegen dem Tankwagen da draußen oder warum hupen die? Okay, und das ist sowieso wieder viel Geld. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Autoteile. Spiegel? Nee. Ja, das wird gehen, aber ich glaube, davon haben wir aktuell erstmal eigentlich genug. Dann sparen wir die Kohle lieber mal. Dass wir hier vielleicht noch diese anderen Produkte auf die Kette kriegen. Das wäre schön. Aber so langsam macht sich der Verkaufsraum, oder? Das ist doch schon, jetzt hat man auch Platz. Überleg mal, wie eng das am Anfang war. Und wie dreckig. Ah joa, hol dir ruhig noch eine Zosche hier. Richtig schön ein rein, Sabel. Für ein Wochenende. Have a nice day. Thank you. Ich breche überhaupt gar keine Autos mehr auf. Das ist suboptimal. Ja, ja. Nicht abbrechen, Mann. Ja, kannst ruhig hupen. So, jetzt darfst du. Schon wieder einer in der Werkstatt? Ich werde wahnsinnig. Die Charlotte, die ist fast aufgebraucht. Die hat nicht mehr so viel. Ich muss da hinten. Ich muss den LKW entladen. Was fährst du hier hinten lang? Hör auf zu.
Oh, die ist offen. Weißt du, Ricardo, bist du ja am Qualm? Alter, das. Hä? Alter, wie das Ding leuchtet! Oder ist das so eine E-Zigarette? Mit Leuchteffekt. Mit Glimmeffekt. Achso, Werkstatt. Ach nee, ich hab den doch schon hochgefahren. Mann. Jetzt hätte ich es fast versaut. Reifchen. Ein Reifchen. Alles? Genau. Und wieder 37 Leute zum Tanken da. Gibt's eigentlich... Hatten wir schon geguckt, ob es neue Updates gibt, seitdem wir Level 5 sind? Ich weiß es nicht mehr. Einrichtung, sonstiges. Aber nein, die sind ja vollständig. Ach so, hier. Haben wir das auch? Das ist vollständig. Da unten steht immer noch Toilette. Also die haben wir alle. Die haben wir alle. So, Einrichtung, Regale, Teddybären. Das sind schon Riesenregale, ne? Warte mal, Gebäck. Das ist nicht ganz so groß. Und das nochmal Spielzeuge. Wobei wir hier hinten durchaus noch zwei große Regale hinkriegen, ne? Und das andere könnten wir vielleicht hier irgendwo platzieren. Aber wenn wir jetzt große Regale kaufen, dann sind wir... ich habe da gerade einfach so schnell drauf geklickt. Ich habe noch nicht mal so genau drauf geachtet, was ich da jetzt gekauft habe. Bei dem einen gab es doch sowieso nur eine Art von Regal, oder? Blödes Spiel. Gib her! Was? Wirf doch einfach, Mann. Lass mal, genau, Plüschis, Flauschis, hast du noch nicht gesehen, Sies. Du kannst auch machen, was du willst, das Regal wird am Ende immer krumm stehen. Ja, müsste auf jeden Fall noch ein großes hinpassen, oder? Das andere... Genau, das war. Habe ich noch eine. Ich habe noch eine Eistruhe? Ich stelle das hier hin. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Hä? War da gerade noch grün? Was? Kann ich nur vor das Fenster stellen. So. Na, gut steht das da nicht. Aber jetzt. Habe ich den Teddy da hingestellt, den jetzt wieder wegstellen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt sonst hinstellen sollte. Ich meine, ich könnte vielleicht auch... Warte mal. Aufheben.
Und die stehen doch meistens so an der Kasse, aber dann kann die gleich wieder nicht da durchgehen, ne? Wenn ich das jetzt hier hinstelle. Warum kann ich nicht? Oder ob ich hier so eine Lücke lasse. Mal gucken. Angestellte, Sprecher, Bezahlung, viel Geld, zurück, Aufgabenliste, Kasse. Komm, Hackengas. Die Leute warten. Was habe ich eigentlich bestellt? Wisst ihr das noch? Wisst ihr noch, was ich bestellt habe? Haben wir. Dann, das kam hier rein, das auch. Was suchst du? Ja, naja. Hier. Nee, alles. Haben wir hier? 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Voll. Sehr schön. Plüschis haben wir nicht. Eis haben wir nicht. Dreck haben wir. Hüte? Nein! Was? Brillen? Ey, die Brillen sind weg. Zigaretten. Egal. So. Oh, hast falsch kassiert. Du Lümmel. Haben wir auch noch Getränke? Nur dieses Milchzeug. Warte, warte. Oh, ich habe. Saver. Warte. Was? Mann! Tut mir leid, ey. Warte. Wie viel Sprit ist da? Oh, 600 Liter Sprit. Ausgezeichnet. Ja, ich gehe einfach. Ja, Moment. Vielleicht sollte ich das Ding doch andersrum hinstellen. Pretty much what I ask for. Weil die gucken jetzt von der Seite. Die gucken immer von der Seite, wo der Pfeil ist. Hier hast du. Ist so Selbstbedienung, ne? Ist nicht vom. Macht nicht der Kassierer wie bei uns mit so Handschuhen. Nur mit Handschuhen in Deutschland. Ja, ultrahygienisch, wie sich das gehört. Hallo? Optimistisch. Ja, ich arbeite hier. Halt dich da raus. Was? Hab ich den daneben geworfen? So, wie viel Geld haben wir? 600. Wenn du nicht die Karren aufbrichst, kriegst du kein Geld zusammen. Werkstatt steht auch einer. Drei Reifen. Keine Zeit für so einen Scheiß. Wie spät ist das eigentlich? Mit wie spät ist das eigentlich, meinte ich. Wie lange nehmen wir schon auf? Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht noch Reifen im Inventar habe. Weil ich glaube, als wir letztes Mal aufgefüllt haben,
Ah, guck, zwei Stück. Haha. Da war das Regal nämlich plötzlich ganz voll, ne? Und was hat der noch gehabt? Hier Kratzer oder so? Kratzer, ne? Weißt du, ich frage mich, wofür ich das Öl und die Batterien geholt habe. Die will ich keiner haben. Will keiner haben. Oh, wir müssen tanken. Geh mal weg. Wir wollten noch Spielzeug, nämlich ein großes. Wie viele habe ich jetzt davon gekauft? Oh, ist doch nicht wahr. Das war ein Versehen. Super, ehrlich. Ja. Mann. Ärgerlich. Lieferung. Produkte. Alles teuer. 210. Gebäck. Das. 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 Spielzeug. Das. 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 Hippie. Was? Keiner zum... wir lesen die E-Mail. Wir lesen die E-Mail. Wir lesen die E-Mail. Yippie, yay. Das war's. Viel Glück. Bla, 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 bla. Auf Pause drücken. Weiter. Weißt du, gerade richtig leer hier. Was ist denn los? Die alle keinen Bock mehr oder was? Doch. Was? Ach, nicht schon wieder so einer. Mit dem Parkplatz haben sie Probleme, ne? Also mit dem Parkplatz haben sie richtig Probleme da. Da bleibt irgendwie immer einer hängen. Eigentlich ist das komisch mit dem Parkplatz. Aber das Spiel ist doch nicht in der... Ist doch nicht noch in der Entwicklung oder so. Das ist doch ziemlich fertig, oder? Das hätte doch schon lange aufgefallen sein müssen, dass da ein Problem existiert. Was? Mehr nicht? Öl! Du willst Öl! Nicht zu fassen! Da. Mach es weg. Mach es weg. Jetzt. Sehr schön. Du willst Öl. Ich kann es nicht glauben. Es ist so schön, dass ich das noch erleben darf. Wie ging das denn nochmal? Früher anhalten, ne? Oh, perfekt. Und jetzt? Achso, rechte Maustaste.
Dann tschüss. Der muss doch relativ neu sein, ne? Eben war er noch nicht da. Und ist ein Meister. Alter, warum breche ich denn immer ab? Ne, falsche Taste. So. Hast du noch Bock? Ronaldinho? Ach ne, Ricardo. Namen, ne? Bei mir sind Namen Schall und Rauch, ehrlich. Ja, ehrlich? Warte. Ich kann die Kacke auch nicht so schnell entsorgen, wie ihr die produziert. Ehrlich. Was denn? Hüte? Scheiße? Apropos Hüte, warte mal. Fällt gerade was ein. Hey. Miep, miep. Was ist eigentlich irgendwie mit dem der Grafik-Engine, mit dem Licht? Guck mal, was ist das? Was ist das für ein merkwürdiger Effekt? Der war da früher nicht, oder? Ich weiß nicht, was das für ein Effekt ist. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch. So, warte, schon a little. Nein, kein Sandsturm, nein. Ich will das nicht, nein. Tja, Leute. Mit diesem wunderschönen Sandsturm verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wäre geil. Abo wäre geil. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.